Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Endlich mal wieder zu einem neuen Video zum Bus-Simulator auf der PlayStation 4. Denn heute ist der Tag der Tage. Ein neues DLC erscheint endlich für die PlayStation. Und wir sind jetzt hier mittendrin in der neuen Kartenerweiterung. Denn dieser DLC soll heute erscheinen im Laufe des Tages in eurem Store. Und da könnt ihr euch das Ganze dann dementsprechend kaufen. Ja, Astragon hat uns freundlicherweise schon vorher einen Key zukommen lassen. Deswegen hatten wir einen Livestream dazu gemacht, haben uns das Ganze schon so ein bisschen angeguckt. Jetzt geht's aber knallhart weiter hier im Let's Play. Und von daher freue ich mich, dass es jetzt hier weitergeht. Wir haben uns eine kleine Linie hier zusammengebastelt, denn im Livestream haben wir ja gesehen, wenn ich das Ganze mal jetzt hier nochmal so zeige. Wir sollen jetzt die Haltestellen auf Level 7 bringen. Ja, müssen wir erstmal fahren. Da sind wir wahrscheinlich noch total am Anfang. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Wenn wir jetzt so rausgehen, sehen wir hier zum Beispiel die komplette Karte, jetzt die neu dazu ist. Ne? Also hier sind wir Kehrstadt. Ja, und hier unten wird der Flughafen sein. Hier haben wir Sonnenstein. Und dann geht das hier über diese Landstraße hier wieder runter. Ne? Das ist hier sehr, 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 sehr bergig. Also von daher, ja, seht ihr auf jeden Fall, ist natürlich hier einiges drinnen. Gut, wir wollten diese Linie hier fahren, hatte ich gesagt gehabt. Und von daher wählen wir jetzt mal einen Bus aus. Schon fahren wir heute. Nehmen wir gleich mal. Boah. Wie viele Citaros wir hier haben. Ja, komm, nehmen wir doch den hier. Ne, passt doch. So, Wetter ist bitte bei Tag, Schnellstart an, das ist alles. Ah, ja, 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 ja. Los geht's. So. Gut, alles einsteigen bitte. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Tag, Standard, Blüten, 3 Euro 80. Eine Fahrkarte bitte. Eine Woche, Standard, Blüten. Und hier haben wir 12 Euro. Danke. So, weiter geht's. Du wolltest zumindest auch mal die neue Stadt hier angucken, die dabei ist. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte gibt's doch direkt. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Einzeln, Standard. Ja, wir müssen noch ein paar Trophäen sammeln, dann haben wir hier die Platin voll. Also, die müssen wir wohl noch mitnehmen. Ich glaube, es sind bloß noch ein paar. Fahrkarte, ich weiß gar nicht, ob mit dem DLC neue Trophäen dazugekommen sind. Aber das war von Astragon auf jeden Fall sehr, sehr nett gewesen, dass wir das Ganze halt schon vorab testen durften.
Und dann, ja, was soll der kosten? Also 12,90 €, wie gesagt, kostet das Ganze, denn das zum Start halt, zum Release halt ein bisschen kostengünstiger wird. Das weiß ich natürlich nicht, ne? Da muss man natürlich abwarten. Aber denke mal auch mit 12,90 €. Oh, hier fehlt aber was, oder? Das sieht hier aber irgendwie nicht fertig aus. Entweder hatte ich hier was nicht geladen oder ich finde eine Bodenplatte, eine komplette. Eieiei. Hungergasse. So. Absolut pünktlich. Absolut pünktlich, so muss das sein. So läuft das. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte? Tag, Standard. Danke. Jawohl, bitteschön. Also hier gibt es auch noch mit dem Monitor irgendwie Probleme, aber das, ich glaube, das war schon zum Release von dem Bus DLC, dass das Ding manchmal flackert. Natürlich wäre schön, wenn man das Ganze auch nochmal fixen könnte. Ja, falls ihr den Livestream natürlich nicht gesehen haben solltet, dann sollte euch, oder wenn ihr das Ganze natürlich jetzt so ohne der Story jetzt spielen wollt, einfach so im Sandbox-Modus, müsst ihr mindestens in der Karriere Level 8 sein. Seht ihr das an? Ist das nicht wunderschön? Wenn ihr den Sandbox-Modus freischaltet, dann könnt ihr das Ganze natürlich dann einfach so spielen. Dann braucht ihr nicht erst die ganze Karriere durchzuspielen, so wie wir das jetzt hier gerade jetzt in der letzten Zeit ja gemacht haben. Das fällt dann komplett weg. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Aber jetzt ist natürlich dann umso besser, ne? Dadurch, dass wir das Ganze jetzt halt abgeschlossen haben. Eine Fahrkarte bitte. Wundervoll miteinander verbinden. Danke. Ja, bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. So. Ich überlege mich gerade, warum fährt ich hier im Bus? Hallo, ich habe Vorfahrt. Meine Güte. Fahren wir alle, wie sie wollen hier. Aber gut, so schlimm jetzt wie bei uns sind sie jetzt nicht hier. Ja, also. Hügelstraße heißt sie hier. Ich hätte aber gerade Hügelgasse gesagt, ne? Da ist auch noch einen kleinen Fehler drin. Müssen wir uns aber auch angucken nochmal, wie man hier auch diese die Linien neu von Winter der Leidenschaft nummerieren kann. So viele überraschende Wendungen. Genau pünktlich. Die Hügelgasse, sagt sie. Oh, es ist viel zu heiß draußen.
Oh, es wird so heiß draußen. Ja, tatsächlich, wir hatten jetzt nur die letzten Tage, die waren jetzt auch wirklich warm gewesen. Eine Fahrkarte, bitte. Das war ja schon irgendwie, dass jetzt schon der Sommer ausgebrochen ist. Bis zu Ostern. Danke. So. Wir hätten abbiegen müssen. Oh, komm, mach die Vorwärtsgänge. Eine Fahrkarte bitte. Am Tag, Student, danke. Oh. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Jetzt wollte er wieder nicht hier. Danke. So. Machen wir nochmal das Bild hier für YouTube. Getreidestraße. Oh, das sieht aber auch nicht schön aus mit dem SZ, oder? Naja, also ein paar kleine Fehler sind noch drin. Ne? Bis dann. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ist doch klar. So. Danke. Du hast doch überhaupt keine Verkehrsschilder. Nein. Was sind Verkehrsschilder? So, Endhaltestelle, alles aussteigen. Wir sind fertig mit unserem Job heute. Mal gucken. Hallo? Ah, okay. Alle ausgestiegen. Ich hab's noch nicht erreicht. Verdammt. Zwei Haltestellen, die Warkowski-Industries und diese Kirche da, die sind wohl noch nicht. Das
Problem ist, hier fehlt mir so ein bisschen die Kontrolle, um zu gucken, ja, wie weit ist denn diese Haltestelle überhaupt? Ja, das wäre jetzt natürlich ein bisschen schön, das Ganze halt, ja, hinzubekommen. Wir sehen hier die beiden Haltestellen, aber wir sind halt nicht, ja, 5 von 11. 0 von 7. Man sieht es halt nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber nächste Mal machen wir hier eine Stelle weiter, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Bus-Simulator hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Und ja, freue mich natürlich über Likes und Kommentare. Schreibt es einfach rein. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.